Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stray. Ja, wir machen endlich weiter mit diesem Game. Es ist Monate her und ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo wir im letzten Mal stehen geblieben sind. Das Game hat noch einen Safe-Stand für mich gehabt. Genau der hier nämlich. Ach du Scheiße, Steuerung ist anstrengend. Und wir machen jetzt hier weiter. Ich weiß nur, beim letzten Mal sind wir außerhalb der Stadt gekommen und wir sind auf der Suche nach einer Person. Aber ansonsten weiß ich so gut wie gar nichts mehr. Yeah. Mal gucken. Warum machen wir das Game jetzt weiter nach fucking Resident Evil? Ich hasse es, Spiele unvollständig zu lassen auf dem Channel, vor allen Dingen Stray. Ich will dem Game jetzt wieder mehr eine Chance geben. Wir sind ja auch schon relativ weit. Ah, ich glaube, hier haben wir beim letzten Mal... Hier haben wir gechillt, ne? Ja, und hier haben wir beendet. Der Wissenschaftler, für den ich arbeitete, sagte immer, er wolle sich ein kleines... Was? In ein kleines Häuschen sich zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelrute und einem Haufen Bücher suchen würden? Ich glaube, das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Doc suchen. Ah, stimmt, den suchen wir. Ja, und hier waren wir beim letzten Mal. Hier haben wir, glaube ich, aufgehört. Machen wir jetzt weiter. Oh Gott, meine Augen. Das Game mit der Lichtempfindlichkeit. Hier hin. Ich erwarte, dass wir gleich wieder auf die Zurks treffen. Oh yeah. Oh fuck. Was habe ich denn? Habe ich ein Menü? Eine Lampe? Notenblätter? Scheint versteckt sich der Doc hier irgendwo. Wir müssen ihn finden. Ah, okay. Gut. Oh, die Ansicht. Die Ansicht macht mich jetzt so fertig. Das habe ich ganz vergessen. By the way, können wir jetzt einstellen, dass wir einen Punkt in der Mitte haben? Oh, Gott sei Dank. Oh, gosh. Das wird alles so viel einfacher machen. Ich weiß, jetzt habt ihr einen fucking Punkt in der Mitte vom Gameplay, aber das interessiert mich nicht. Das ist mir scheißegal. Hauptsache, mir wird nicht mehr kurz übel. Das ist nämlich auch mal mein größter Kritikpunkt beim Game gewesen. Ja, Story. Falls ihr wollt, dass ich die Story wieder... Guckt euch einfach die letzten Parts an von vor einem Dreivierteljahr. Bleh. Lecker alles. Fleischig. Warte, bevor wir hier reingehen. Noch irgendwelche Secrets? Irgendwas, was ich wissen sollte? Irgendwas, wo ich hingehen sollte? Nee, wir hatten zwei Wege zum Ziel. Eine Safe? Komme ich nicht rein. Hallo? Oh nein! Na? Okay, die sind da eingesperrt. Jemand macht Tests mit den Dingern. Hallo? Wow. Okay. Warte, du bist kein Zurück. Wer bist du dann? Das ist mein Abzeichen, das du trägst. Wie hast du das gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, Sermus, du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen,
um einen Deflux so zu testen, aber es ist nicht so gut gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Du kommst einfach mit, Alter. Oder ist er hier auch eingesperrt? Immerhin labert er nicht viel. Ey, vorsichtig mit dem Deflux, aber bei voller Ladung kann er zurück wie Konfetti in die Luft jagen. Ich dachte, es wäre halt legit irgendwie eine Taschenlampe oder irgendwas. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt, um zu funktionieren. Das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Bei all den Zirks ist es zu gefährlich für mich rauszugehen und ihn zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Defluxor wieder aufladen können. Komm schon, folge mir. Ich zeige dir, was du tun musst. Kann ich auch miauen? Oder irgendwie so? Das habe ich schon vergessen. Aber ey, der ist nicht wie die anderen in der Stadt, dass der die Hoffnung aufgegeben hat. Nee, er versucht hier wirklich noch ein bisschen was zu machen. Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Ich wollte schon sagen, jetzt erinnere ich mich, es waren... Dam, 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 Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doc sagt, er vermisse sehr muss. Ist das dasselbe? Ja, sein Sohn? Ja. Der hat ihn seit Jahren nicht gesehen, Alter. Hier, nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zirks. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Defluxor aufladen und in Gang bringen können. Mit anderen Worten, steck die Sicherung rein, überlebe 1 bis 2 Minuten, während sich das Ding auflädt und dann verpiss dich. Du musst nur diesem Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück. Mit anderen Worten, er schickt uns jetzt einfach in den Tod, aber... Es macht mich auch fertig, dass er so nett ist. Ne? Sind wir gar nicht gewöhnt. Oh, fuck. Okay, ich muss mich kurz richtig hinsetzen, weil ich glaube, das wird ätzend. Obwohl, wir müssen... Können wir runter? Ja, wahrscheinlich. Aber ich kann nicht miauen. Wie ging denn das? Ah. Ja. So. Oh, perfekt, Alter. Awesome. Okay, schnell wieder rüber. Oh, scheiße, das sind viel zu viele. Okay, wir sind tot. Okay, X, wir müssen erneut zu versuchen. Maus, kannst du... Danke. Oha. Kannst du nachleuchten? Okay, also er muss sie alle weg. Er muss sie alle ficken, alle wegmachen. Okay. Ah, nice. Okay, cool. Du musst mit seiner Hilfe überleben. Vielen Dank.
Okay. Oh, erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxor ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment, vielleicht kann ich den Defluxor an deiner Drohne befestigen. Wir haben jetzt also eine Waffe gegen die Dinger? Es hat geklappt, der Defluxor ist jetzt in deiner Drohne installiert. Okay. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Denk daran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns... Was? Es ist gefährlich. Lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause, mein Sohn. Er wird nicht überleben. Aber ja. Ich schätze mal, das wird ein Ultimo-Item werden oder ein Item, was wir nur in bestimmten Teilen der Story verwenden können. Schaffe halt diese Zirks aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Zu benutzen. Aha. Ich wette, der wird später kaputt gehen. Oh, der funktioniert ja super, aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen. Das ist ein bisschen abkühlt, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Okay, also das ist so. Ah. Da ist die Leiste. Okay. Das ist so ultraviolettes Licht oder was? Schalter funktioniert nicht. Sieht nicht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Was sieht es so aus? Ich weiß nicht. Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee für ein Rätsel. Ah! Okay. Vielleicht kommen wir hier in das Horn. Nee, da kommen wir nicht rein. Bringt uns das was? Okay. Nice. Simple and easy. Aber jetzt müssen wir wahrscheinlich sehr viel Gebrauch von unserer neuen Waffe machen. So, okay, deswegen das Rennen. Fuck. Scheiße, deswegen müssen wir so schnell sein. Oh, fuck. Dass wir oft ausweichen können und die Dinger quasi sehr mühsam erledigen. Oh, sorry, du wurdest angegriffen. Puh, das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Wir wissen ja, die Zirks fressen alles, also auch Metall. Mit anderen Worten, er ist nicht sicher. Oder fressen sie nur Organisches? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist deren Hunger sehr groß, das wissen wir. Ich mach mich bereit. Sagen wir kommen wirklich zurück.
Okay, geh vor. Did I do good? Haben wir gut gemacht? Danke, dass du den Doc gerettet hast, kleine Freund. Es ist schön zu sehen, dass Semios nicht mehr allein ist. Stimmt, er hat uns am Anfang den Auftrag gegeben, oder? Zumindest war er mit einer der ersten Personen, mit denen wir hier geredet haben. Wenn nicht sogar die erste Person im ganzen Dorf. Jetzt wissen wir, was? Dass wir uns gegen die Zirks wehren können. Momo hat in Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Kann ich ihm irgendwas zeigen? Kann ich dem sonst noch irgendwas zeigen? Ich hab nichts weiter. Also, das sieht glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Wollte der nicht Notenblätter oder so? Ah nee, der wollte Energy Drinks. Hey, warte mal. Ist hier oben was? Nee. Schade, aber ein schönes Detail. Was zur Fick machen wir nochmal mit den Notenblättern? Habe ich eine Karte? Nein. Okay, gehen wir runter. Du! Danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Ich kann schauen. Ich glaube, ich kann das spielen. Okay, not bad. Das ist safe copyright claim. Ja. Das hier. Unerlässliche Notenblätter. Kaum zu lesen, aber ich kann es trotzdem versuchen. Nice. Nein, wir stecken nicht den Kopf in die Tüte. Am Ende kriegt man nicht wieder raus, dann haben wir wieder vertauschte Steuerung. Ey. Momo wartet auf sein Boot auf dich, du kannst dich ihm anschließen, aber hast du ja dann alles erledigt, was du wolltest? Ja, ich will das Projekt endlich zu Ende bringen. Endlich, Alter. Selbst wenn ich hier in der Stadt nicht alles habe, es ist mir so egal. Wir können noch zurück.
glaube, in die Pampe will ich nicht reinfahren. Ach du Scheiße. Nee, da wird auch nur Wasser sein. Das wird keine feste Oberfläche sein, wo wir laufen können, oder? Nee. Na gut. Hey. Ich kann nicht glauben, dass du dort gefunden und den Defluxor bekommen hast. Jetzt können wir. Damit können wir jetzt. Es bald. Was? Sabaltasar finden? Los geht's. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe die Story kaum noch im Kopf. Eigentlich wollen wir nur zurück zu unseren Katzenfreunden. Wenn das überhaupt noch unser Ziel ist. Die Kanalisation. Die beobachten uns, die warten schon. Dieser Ort ist unheimlich. Ja. Ich hab mir schon gedacht, dass das nichts bringt. So ekelhaft, Alter. Oh, fuck. Kumpel? Hast du keine Möglichkeit, das Tor zu öffnen? Kannst du mal auf der anderen Seite nachsehen? Sure, buddy. Stimmt. Wir sind so fucking klein, wir können einfach durch. Ich sehe doch schon das Problem, was auf uns zukommt. Na gut. Oh. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Kommen die hier hoch? Ja, mit der Zeit. Dammit, dammit. Okay. Und jetzt schnell weg. Oder warte, können wir vielleicht so auf sein Boot? Was auch immer du sagst. Ja, Stray macht ja als Spiel sehr viel Spaß. Das muss ja, sagen. Nur das Gameplay ist halt rein objektiv betrachtet nicht das Beste. Ich meine, es ist besser wie bei Dreadout 2. aber trotzdem. Ist da jemand? Was sagst du? Ich war nie so weit weg von den Slums. Weil du hier bist, hab ich nicht einmal Angst. Naja, wir sind jetzt halt so der Retter des Dorfes ein bisschen, ne? Wir haben den Doc zurückgeholt und den Strom wiederhergestellt oder was wir gemacht haben da. Was haben wir nochmal auf diesem riesigen Turm gemacht? Ich glaube, das war wirklich einfach so das Sendesignal hergestellt oder den Strom. Thank you.
Na? All die Seiten und Vorrichtungen sind kaputt. Ich glaube, wir können sie nur noch per Hand öffnen. Aha. Ja, immerhin wusste er, was er tun sollte. Bitte tut er nicht weh. Schnell, spring unter die Tür. Sie wird nicht lange halten. Ich kann dir nicht mit dir mitgehen, aber ich werde nicht aufhören, nach einem Weg zu suchen zu dir. Wenn du sobald das Sound Clementine findest, sag ihnen, dass ich mutig war. Okay, wir sind mitten in der Höhle dieser. Ah. Oh. Ah. Oh. Wie unschön. Ja, hier konnte man mal durch. Hat jemand die Tür geöffnet? Okay, nicht zu lang da bleiben, sonst gehen die auf. Das können wir gerade wirklich nicht gebrauchen. Ja, wir sind richtig in deren Territorium. Geil. Fucking awesome. Wir sind ja halt ein Fremdkörper. Um es mal ganz drastisch auszudrücken. Wir gehören hier nicht hin. Und so werden die uns auch behandeln. Rennen. Wir müssen nicht alle bekämpfen, oder? Wir können doch auch manchmal einfach nur rennen. What the fuck? Oh fuck! Es werden immer mehr. Lauf, lauf, lauf. Ach du Scheiße. Aber auch unsere Ausdauer hat Grenzen. Mistviecher. Bitte sag mir, dass ich hier einen coolen Bonus finde. Ja. Diese Substanz wächst überall dort, wo es Zugs gibt. Woraus besteht sie? Sie scheint zu pulsieren, als wäre sie lebendig. Glaubst du, wir befinden uns in einem riesigen Organismus? Es ist... Mir gefriert gerade der Bildschirm. Hm. Okay, wir sind schon relativ weit. Wisst ihr, woran ich das sehe? Der Erinnerungsbildschirm leuchtet schon ganz schön. An einer ganz schön weiten Stelle. Vielleicht endet das Spiel ja auch mit der oberen Ebene, weil unser Ziel war ja, glaube ich, irgendwie in die obere Ebene zu kommen. Daran habe ich mich jetzt erstmal erinnert. Keine Ahnung. Fuck this shit.
Eine Minute, 18 Sekunden. Ah. Ma. Ja, komm. Okay, das Ding braucht immer eine Sekunde, bis es diesen UV-Laser rausholt. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, hier alle zu erledigen. Zwei Personen, die das Terminal für uns öffnen. Oder er macht es. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, wir hätten uns vorher um die Dinger kümmern sollen. Shit. Mach schnell, ihr den Weg hier rüber finden. Das hat ja schon was von Little Nightmares 2. Das juckt die nicht. Zack, 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 zack. Hier waren wir. Wisst ihr was? Im nächsten Part.